Hallo, ich bin der Herr Wilke. Mein Highlight dieses Schuljahr waren natürlich die YouTube-Projekte, insbesondere das Hide-and-Seek-Projekt mit der 8C und der Frau Klump. Ich möchte mich bei euch allen für euren Support bedanken und bin froh und stolz, Teil unserer Schulgemeinschaft zu sein. Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Mein Name ist Christian Etzkorn. Ich bin euer neuer Schulleiter. Mein Name ist Ala. Mein Name ist Havin. Hi, ich bin der Ben aus der 11. Hallo, mein Name ist Bettina Hampel. Ich bin die stellvertretende Schulleiterin der IGS Kastellau. Ich bin Carlos. Hey, ich bin Zeon. Mein Name ist Christoph Putsch. Ich bin der Stufenleiter der 7. und 8. Ich bin der Elias aus der 6b. Ich bin der Colin. Ich bin der Janis. Ich bin die Daria. Ich bin die Lena. Ich bin der Herr Brittinger. Ich bin der Danny. Mein Name ist die Dara. Und mein Name ist Jule. Hallo, ich bin die Elisa aus der 5C. Ich bin die Lina. Mein Name ist Gregor Linker. Mein Name ist Angelina. Mein Name ist Hanna. Wir kommen aus der Klasse 6B. Ich bin der Julian aus der 10E. Ich bin der Hilmar aus der Klasse 6B. Hallo, mein Name ist Laura Klump. Mein Name ist Leon aus der 5C. Hallo, ich bin Nina aus der 10E. Hallo, ich bin Lisa aus der 10A. Hallo, mein Name ist Leon, ich komme aus der 6F. Hallo, ich bin Lorena. Ich bin der Marius aus der 10A. Ich bin die Sophie. Hallo, ich bin der Luca. Und ich bin der Ole. Und wir sind beide aus der 10A. Ich bin Paolo aus der 9A. Hallo, ich bin der Alexander. In der 8. Klasse bin ich. Ja, ich bin der Ruben aus der 12 und ich bin Schülersprecher bei uns an der Schule. Ja, Mareike Zanke, ich glaube mal, die meisten kennen mich, weil ich nämlich seit 2018 für die Versorgung eures leiblichen Wohls zuständig bin. Mein persönliches Highlight im jetzt zu Ende gehenden Schuljahr war mein Wechsel zu euch hier nach Kastellaun. Während der Winterferien bin ich zunächst unbemerkt für alle mit meinem Büro umgezogen. Ihr seht es ja im Hintergrund. Und seit Aschermittwoch bin ich für euch auch in der Schule sichtbar und habe viele von euch schon in den Klassen kennengelernt und wir kamen schon ins Gespräch und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Unser Highlight war dieses Schuljahr, die Spendenaktion für die Ukraine. Mein Highlight dieses Jahr war auf jeden Fall der Abi-Streich. Als ich erfahren habe, dass wir tatsächlich einen Schulleiter bekommen, wer hätte das gedacht, nach so vielen Jahren? Aber Fakt ist, wir haben einen. Das war das Highlight. Mein Highlight war, mit Herr Wilke Tethys zu spielen. Mein Highlight in der Klasse war tatsächlich die Klassenfahrt nach Hamburg. Unser größtes Highlight war die Achterbahn in Klotten. Unser Highlight des Jahres war die Klassenfahrt. Mein Highlight in diesem Schuljahr war, dass wir langsam wieder in die Normalität zurückkehren und dass wir langsam so Corona die kalte Schulter zeigen und mittlerweile wieder so einige Dinge gehen, die die letzten zwei Jahre nicht gegangen sind. Mein Jahreshighlight war die Klassenfahrt nach Berlin. Die Studientage, weil wir frei hatten. Unser Highlight von diesem Schuljahr war unsere Klassenfahrt nach Berlin. Das YouTube-Projekt mit dem Herr Wilke. Mein Highlight des Schuljahres war, was die SOR AG, die Schule ohne Rassismus AG, geleistet hat mit vielen tollen Veranstaltungen für sehr viele Schülerinnen und Schüler. Unser Highlight dieses Jahr war unsere Klasse. Mein Highlight war das Überstehen der 10. Klasse mit André und Valentino. Mein Highlight dieses Schuljahres war der Wechsel auf diese Schule hier. Meine Schuljahreshighlights waren die Klassenfahrt und dieses Video. Mein Highlight dieses Jahr war die Auslosung bei Herr Wilk. Könnt ihr euch auch gerne das Video angucken. Mein Highlight war das Hide-and-Seek-Projekt. Mein Highlight war die Klassenfahrt nach Berlin. Mein Highlight war das Hide-and-Seek-Projekt. Da ich mit Luis und Luis, Levin, Paul, Felix und Luca in Berlin Eli Geller gesehen habe und Ham und Pisi haben ihn nämlich nicht gesehen. Mein Highlight war, abends mit meinen Freunden essen zu gehen und durch Berlin zu laufen. Mein Highlight dieses Jahr war eine gute Englischnote. Mein Highlight dieses Jahr war die Arbeit mit der Schule ohne Rassismus AG. Ich freue mich jetzt einfach nur auf das neue Schuljahr mit euch, dass wir also viel gemeinsam erleben und ja auch manche Dinge dann zusammen anpacken. Wir möchten grüßen unsere Familie, die Klasse und die Celine. Ich grüße ganz herzlich meine Schwester Patricia aus Mülheim-Kärlich und meinen Stiefvater Ottwin. Ich wünsche euch allen schöne Ferien. Ich grüße die 18. Ich grüße meine Klasse und insbesondere den Rallye-Kurs, mit dem ich gerade Unterricht habe. Ich möchte ganz herzlich die lebendigste Klasse der EGS, die 8a, grüßen und natürlich auch mein Lehrerteam, die 7er, 8er, die wirklich eine tolle Arbeit machen. Dankeschön dafür. Wir möchten unsere Klasse 6b grüßen und ich möchte meine Cousine grüßen. Ich grüße die 8c, ich grüße die 5e. Ich grüße meine Klasse 7a, die beste Klasse unserer Schule. Bleibt so, wie ihr seid und ja, schöne Ferien. Ich grüße den Herr Wilke und die Klasse 10a. Wir grüßen die 9c und den Herr Linker. Ich grüße mich selber.
Ich grüße die 8C. Gehen meine Grüße raus an die SOR AG, an die Schülerinnen und Schüler, an den Herrn Mediger, der sehr viel mitgemacht hat, und an meinen Stammkurs 11. Wir grüßen Annas Katze. Tiki. Ich grüße André und Valentino und wünsche euch allen schöne Ferien. Ich grüße ganz herzlich Elias, Janis und meine Freundin Marie und meine Eltern. Ich würde mich gerne bei meinem Co. mit einem G-Wilke-Joghurt für unser Jubiläum bedanken. Ich grüße meine Klasse und wünsche euch schöne Ferien. Wir möchten uns bei Herr Wilke dafür bedanken, dass er uns seit der 5. Klasse auf unserem Schulweg begleitet hat. Ich möchte meine Cousine, die Maya, grüßen. Hallo. Und meine Klasse würde ich auch gerne grüßen. Ich grüße die 8C. Ich grüße die 10A und den Herr Wilke. Und ich grüße die 8C. Grüßen wollen wir den Baumi und unsere Klasse, die 10A. Und ich wollte German den NPC und Dominik Kowal grüßen. Denn Dominik hat die Einkäufe von meiner Oma nach Hause gebracht. Außerdem liebe Grüße von Daniel, Paul, Maxi, Nico und Robin. Ich grüße meine Klasse. Ich grüße die ganze Schulgemeinschaft und wünsche von der ganzen Schülervertretung aus wunderschöne Ferien. Lasst euch gut gehen und wenn ihr den ein oder anderen Snack seht in eurem Reiseland, den ihr vielleicht interessant fändet, auch um hier in der Schule anbieten zu können, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir davon ein Foto schickt, vielleicht kurz beschreibt, um was es sich handelt. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir das eine oder andere vielleicht sogar umsetzen können. Ich bin der German aus der 9A. Also mir wird ziemlich oft gesagt, dass ich mich so gut verbessert habe und dass ich auch so viel gemacht habe, aber im Endeffekt ist es nicht so schwer, weil man einfach nur drei Grundlagen befolgen muss, zum Beispiel wie das Aktivsein und das Melden, das Lernen, Verarbeiten und Hausaufgaben. Erfolg ist besser als Niederlage, sage ich da. Im Schluss grüße ich noch Wolwig.